Hallo Leute, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der Baubude. Mein Name ist Heiko. Ich will euch heute mal zeigen, wie ich so Löcher in so Rigips wieder dicht mache. Entweder solche großen oder halt diese kleinen vom Elektrikerdosen, die machen ja auch manchmal so irgendwo Löcher rein. Das will ich euch mal eben zeigen, wie man das oder wie ich das mache. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, das irgendwie zuzukriegen. Aber ich zeige euch mal, wie ich das mache. Also als erstes messe ich erstmal was ich da so grob für ein Stück reinmachen könnte. Und das wäre hier so 30. Mal 30 würde ich sagen. Schneide ich mal ein Stück Rigips zu. So, ich habe mir jetzt eine Platte zugesägt von 30 mal 30. Die ist jetzt ein bisschen größer als das Loch und dann halte ich die jetzt einmal so drüber, zeichne die an. So, dann kann ich den Rest dann noch rausnehmen. Ich habe dazu so eine kleine Trockenbausäge, wo man auch manchmal so kleine Löcher reinsägen kann. Die benutze ich dafür. So, ich werde jetzt auch an den Kanten wieder so eine Faser dran machen. Nachher für das Verfugen. Und dann beim Spachteln auch auf die Nähte wieder Gewebe drauf oder Vlies, je nachdem. So, jetzt passt sie rein. Die Kanten fahre ich hier auch wieder ein bisschen an. So, und jetzt habe ich hier genug Holz auf der Baustelle und mache mir jetzt so Holzleisten, die ein bisschen länger sind, um mir da eine Unterkonstruktion von zu bauen. Und diese Holzdinger schraube ich mir jetzt als Unterkonstruktion quasi so dahinter. So, dann haben wir jetzt eine Unterkonstruktion und da können wir jetzt unser Trockenbaustück da dran schrauben. So, verspachteln und alles gut. Noch ein bisschen Gewebe mit rein oder Vlies, je nachdem. Und das war's. Eine andere Sache. So, eine zweite Alternative. Eine zweite Alternative habe ich jetzt hier oben. Das war nur ein kleines Loch, da habe ich Schaum reingemacht. Schaum abschneiden und dann auch Gewebe drüber und spachteln. So, schön plan und jetzt Gewebe drüber und zu spachteln. Es hat hier nichts zu halten oder sowas. Kann man natürlich nicht machen, wenn man eventuell die Gefahr besteht, dass da irgendwie noch was
befestigt werden soll. Und bei den, bei den Löchern mache ich es, also wenn ich eine Lochkreissäge dabei habe, wo ich mir quasi das nochmal aussägen kann, dann mache ich es halt genauso, nur dass man dann natürlich ein etwas kleineres Holzstück nimmt. Und da mache ich so eine Schraube dran, damit ich das auch festhalten kann, weil sonst fällt mir das ja weg. Und die Schraube muss man so ein bisschen von der Mitte wegnehmen, damit man das auch einfädeln kann. So. Dann kann man das mit der Schraube nämlich besser festhalten. Ja, die nehme ich natürlich dann wieder weg. So. Und da kann ich jetzt, säge ich mit der Lochkreissäge ein Stück aus und setze es da rein. So, das wollte ich euch mal eben zeigen, wie man so ein paar Löcher so schnell wieder dicht kriegt. Es gibt sicherlich auch mehrere Varianten, aber ja, die war jetzt hier gerade mal so angebracht. Alles klar, dann gerne bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. So, jetzt nicht lachen. Ich hatte mehrere Anfragen, wo die Videobeschreibung ist oder wo die anderen Videos von mir gefunden werden. Beim Tablet oder Handy ist hier rechts unter dem Video oder unter dem Bildschirm ist so ein kleiner Pfeil, der nach oben oder nach unten zeigt. Und damit kann man die Videobeschreibung öffnen. Das ist hier am PC, ist das natürlich hier mehr ansehen. Dann öffnet sich diese Videobeschreibung und da stehen dann Links oder andere Informationen, auf die im Video manchmal hingewiesen wird. Zweite Sache, den Kanal finden. Unter dem Video ist auch immer so ein kleiner Icon hier. Das ist ja bei mir dieser Teddybär. Dieses runde hier links. Und wenn man da drauf geht, dann kommt ihr direkt auf meinem Kanal. Und da sind dann alle Videos. Sortiert nach Videos oder eben auch in Playlisten so ein bisschen sortiert. Und bei der Gelegenheit, abonnieren ist hier rot quasi noch unterlegt. Das heißt, der Kanal wurde noch nicht abonniert. Draufgehen und wenn ihr eine Nachricht haben wollt, wann neue Videos rauskommen, dann auf die Glocke gehen und dann bekommt ihr Benachrichtigungen. Denkt dran, abonnieren ist immer so ein kleines Dankeschön an die Producer für das Video erstellen und so weiter. Und man wird da oft dran gemessen im Ranking oder bei anderen Sachen auch.